Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Artillerie, Hilfe. Zu Hülf. So, ich weiß schon, was ich als nächstes einen Millionenwerfer mit dem effektiven Ding, mit dem, wie hieß es noch, das fortschrittlichste Ding in ihrem Arsenal. In ihrem Arsenal London, meinen sie wohl. Jawohl, Sir. Fortschrittlichste Waffe in ihrem Arsenal, ich glaube es nicht. Eine Schande ist das da. Jawohl, Sir. Ja, und jetzt? Geht er wieder. Er hat keine Lust zu sterben. Zum ersten Mal sehe ich da einen klugen Gegner. Mal gucken, wie lange er klug ist. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Juhu. Jawohl, Sir. Breche auf. Die sind so riesig und genial. Und ich werde nicht mehr angegriffen. Das ist herrlich. Jawohl, Sir. Na gut, das sollte reichen, oder? Nee, der gibt gerade wieder ein bisschen Geld. Jawohl, Sir. Alles super. In Ordnung. Jawohl, Sir. Dann lassen wir den noch schnell kurz zu Ende repariert werden haben tun. Um ihn wieder zum Saum zu schicken haben tun werden. Ist jetzt repariert? Wird jetzt nicht irgendwie noch angekündigt? Eine repariert? Brecher ja, egal. Auf. Selbst wenn es nicht komplett voll ist. Das spielt keine Rolle. Die sind echt der Schlüssel zum Sieg, diese Befestigungstürme. Ohne die hätte ich keine Chance gehabt, mich hier zu behaupten. Jawohl, Sir. Ja, und jetzt heißt es warten. Jawohl, Sir. Das ist das Schöne an Command & Conquer. Ganz viele Warteperioden. Lalalala. Die sehen total ähnlich aus, die Radarzentrale und die Kommunikationszentrale. Das hätte man ruhig dann. Das wird ja auch später in Generals, glaube ich, so gemacht. Dass es dann eins ist, die Kommandozentrale. Da ist das beides enthalten. Ist auch total schwachsinnig, dass es hier zwei verschiedene Gebäude sind. Aha! Jetzt macht euch ja was bereit, fertig. Das ist ein riesiges Fadenkreuz und dann bringt es nichts. Ich warte, bis er daneben dran fährt. Man kann diese beide erwischen. Ja, oder auch nicht. Schade. Ah, herrlich. Es hat was gebracht. Ich glaube das ja nicht. Ein Obelisk hätte es nicht geplättet. Der hat nämlich ungefähr so viel Verteidigung wie so ein Teil. Und das hat es ja nicht gebracht. Oh yeah. 1500. Normale Panzer kostet 800. Also fast doppelt so viel, aber das ist auch wert. Jawohl, Sir. Oh nein, oh nein. Ob ich das überlebe? Jawohl, Sir. Ich denke schon. Jawohl, Sir. In Ordnung. Wir sind Einheiten schonen. Jawohl, Sir. Ich könnte ja noch so einen Wachturm hinwollen, aber ich habe kein Geld. Oh, von beiden Seiten auch noch. Schieß doch! Wie nah musst du noch ran? Was ist mit dem los? Der ist schon ein bisschen komisch, dein Mammut. Hilfe, hoffentlich lassen sie meinen Sammler in Ruhe. Jetzt darf ich ihn gleich wieder reparieren. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Sehr schön. Kann es überfahren? Kann es überfahren? Komm, komm, in Phase. Die zumindest. In Ordnung. Hat sich doch gelohnt. Schön, dass der Mammut da hochschießen kann. Hätte ich nicht gedacht. Ja, alles in Ordnung. Der kann inzwischen wieder sammeln gehen. Lasst meinen Sammler in Ruhe. Lasst meinen Sammler in Ruhe. Dankeschön. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hat ja nur die Hälfte des, oder ein bisschen mehr als die Hälfte des Turms gekostet. Was macht er da? Der kommt da nicht raus, oder was? Was macht der?
Der traut sich nicht, dem Mammut zu sagen, geh mal ein bisschen kurz weg, ich komme dann nicht vorbei. Alter Schwede. Jawohl, Sir! Flaxirus. Da haben sie echt nochmal einen Schuss abgeben können. Unglaublich. Nach langer Zeit kommt mal wieder hier was. Es kann nicht angehen, ich brauche hier unten eine Raffinerie. Ist wahrscheinlich jetzt eh zu spät. Aber ich will darauf nicht mehr warten. Jawohl, Sir, in Ordnung. Ja, hier unten finde ich es gefährlicher als oben, obwohl oben die Basis hier direkt da ist. Wird gebaut. Und dann verkaufe ich die hier oben am besten. Oder ich lasse aber erstmal stehen. Dumm-di-dumm. Wenn ihr sie hier rechts hinbaut, dann ignorieren sie die auch vielleicht und gehen einfach hier oben direkt in ihren Tod. Ein Versuch ist wert. Hat natürlich nicht gereicht vom Geld her. Aber der Ionenwerfer ist gleich wieder bereit. Ist das... Das wird das Ende von ihm. Von dem Gegner. Von dem Feind. Von Nord. Von den roten Bösen. Ja, wenn sie schon rote Hemden tragen, dann ist ja klar, was passiert. Wer Star Trek kennt. Ich kenne es nicht, aber ich kenne diese Metapher. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Aber auch nur, weil es in Stargate mal erwähnt wurde. Ah, muss ich aber auch erst googeln. Ja, damals gab es schon Google. Dip-di-du. Ist der mal? Ja, der ist repariert. Schön. Kommt schon, Raffinerie. Die wird mir einiges erleichtern. Da kommt nämlich noch ein Sammler dazu. Das ist das Schöne, dass er immer gleich ein Sammler mitgeliefert wird. So, und die stellen wir dann hier hin. Der sammelt direkt. Dankeschön. Das erleichtert die Sache ungemein. Zum Glück habe ich dran gedacht, einfach mal eine Werkstatt zu bauen. Hätte aber nicht gedacht, dass es echt irgendwie relevant ist für den Mammut. Deswegen immer ausprobieren, manchmal hat man Glück. Manchmal stimmt das Bauchgefühl. So, haben sie das nachgebaut? Nein. Also entweder ein Silo oder einfach ihn hier, der ist nämlich gefährlich. Ja, den Menschen macht das natürlich nichts aus. Ist ja nicht radioaktiv, dieser Strahl. Sowas hat nur Nord drauf. Ja, das muss ich ja auch sagen. Irgendwie werde ich nie von einer Superwaffe belästigt. Mir wurde noch nie irgendwie eine Rakete auf den Hals gehetzt, gegen die ich nichts machen kann, wie bei Tiberian Sun. Will ich mich nicht beschweren, auf keinen Fall. Die ist nämlich richtig nervig. Will jetzt nach oben wahrscheinlich, ne? Sei einfach klug und geh dahin. Okay. Ordnung. Hör einfach auf mich. In Ordnung. Da bist du viel schneller dran. Guck, jetzt bist du direkt dran. Wäre ich nicht da gewesen. Jetzt ganz viel Benzin verbraucht bis nach oben. So, Moschendrahtzaun brauche ich nicht. Aber ich könnte hier eine Sandsackbarriere hinmachen. Die schießen die nämlich nicht ab. Und dann kommen sie nie bis zu mir. Aber das wäre lame. Sowas habe ich eh noch nie gemacht, ich habe es nur gesehen, dass das geht. Sowas würde ich nie tun. Nicht in einem seriösen Let's Play. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Brecher auf. Jawohl, jawohl, Sir. Jawohl, ich glaube, kaum einer würde überhaupt die Werkstatt bauen, wenn dadurch nicht die Mammutpanzer noch zur Verfügung ständen. Die ist zwar gar nicht mal so schlecht, aber normalerweise baut man sowas ja nicht. Man baut lieber neue Einheiten. Solange man das Geld hat. Das ist zumindest meine Auffassung von Kriegsführung.
Moment, es gab doch irgendwie einen Trick, damit das schneller gebaut wird. Mehrere Kraftwerke, mehr Energie oder ging es nur um Produktionsgebäude? Dann baue ich nämlich noch eine Waffenfabrik. Gestoppt. Abgebrochen. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Eins von beiden, vielleicht auch beides relevant. Da ich jedenfalls hier scheinbar noch ein bisschen Geld habe, kann ich es ja machen. Später werde ich es wahrscheinlich bereuen. Ist jetzt aber auch egal. Der hat da nicht viel abgegeben, glaube ich. Weil er hier oben immer nur das Fitzelchen sammelt, der Idiot. Bestätigt. Na gut, bald wird es ein Problem mit dem Tiberium wieder. Jetzt habe ich schon wieder zu viele Sammler. Für ein ausgewogenes Spielerlebnis. Okay, die sind schon wieder leer. Da kommt ein voller. Voll am Steuer. Und der sammelt einfach gar nicht. Der tut nur so. Der hat keinen Bock. Hat wieder eine Kaffeepause gemacht. Herrlich. Wer weiß, wie lange er das schon gemacht hat. Ja, deswegen auf einer Baustelle ist es ja prinzipiell so, dass man damit rechnet, dass mindestens einer umsonst bezahlt wird, weil er nichts tut. Das ist schon eingeplant im Budget. Das habe ich echt mal gehört. Es wird davon ausgegangen, dass einer vielleicht auch nur summierend für alle einfach mal den ganzen Tag nichts tut und nur rumsteht. Und das ist halt wirklich die Wahrheit. Das ist traurig, aber wahr. Und so ein Arbeitgeber ist ja klug und der rechnet das direkt mit ein, sonst muss er regelmäßig mit Verlusten leben, weil nicht so viel geschafft wird, wie eigentlich so und so viele Mitarbeiter schaffen müssten in dieser und dieser Zeit. Oder es wird einfach zu viel verlangt, kann auch sein. Aber wer denkt schon daran? So, ich stelle es am besten mal hier unten hin. Oder hier oben? Nee, hier unten ist es klüger. So, geht jetzt ein bisschen schneller. Wird gebaut. Glaube, es geht ein bisschen schneller. Und langsam brauche ich mal ein bisschen mehr Kraftwerke, aber wird schon gehen. Wird schon passen. Ja, das geht auf jeden Fall deutlich schneller. Aber mehr als zwei Waffenfabriken würde auch keiner bauen. Bei Kasernen wäre es eventuell anders, die ist ja billig. 300 nur. Aber 2000, wow. Hilfe! Er kommt immer näher! Hilfe! Was soll ich nur tun? Wie dumm kann man eigentlich sein, alleine in eine feindliche Basis zu fahren? Wo hatte der seine Grundausbildung? Natürlich muss er wieder oben, ne? Ich muss die Raffinerie, glaube ich, noch verkaufen. Alles wieder beschädigt, woher denn? Wegen der scharfen Luft hier. Da wollte er noch schießen und hat es scheinbar auch geschafft, obwohl es nicht so aussah, dass der Feuerstrahl bis zum Turm gelangte. Aha. Am Arsch. Ich muss meine Basis ein bisschen vorverlegen, das ist jetzt klar. Das heißt, ich hole mir noch so einen Turm, vielleicht aber auch nicht. Ich brauche keinen Turm. Ich habe gar kein Geld dafür, es ist zu wenig Tiberium da. Inzwischen ist es ja schon ganz leer. Jawohl, Sir. Setz da rein. Jawohl, Sir. Bitte. So, hier oben passt das noch. Ich weiß nicht, ob ich soll ich den verkaufen? Ich lasse den erstmal stehen. Es gibt eh nur 500 dann zurück. Jawohl, Sir. Was mache ich mit dem Ionenwerfer? Eine andere Frage. Ziel wählen. Was ist das für ein Gebäude? Kann ich nicht erkennen. Dann mach ich eben das weg. Das ist das Einzige, was so wirklich Sinn ergibt. Was ich machen könnte. Eventuell auch nicht, weil ich es jetzt nicht mehr einnehmen kann. Jetzt läuft es endlich mal hier mit Einheiten. Er geht wieder oben rein machen. Ja gut, meinetwegen. Jawohl,
Da musst du mit zurechtkommen mit deiner Arbeitsweise. Dauert schon ganz schön lange hier. Fast eine Stunde aufgenommen. Werden immer wieder mehrere Videos. 10 Minuten Videos, juhu. Jawohl, Sir. Ja, der bleibt einfach stehen, obwohl er repariert ist scheinbar. In Ordnung. Echt ein bisschen lebensmüde. Und sie haben es wieder nachgebaut direkt. Yes. So. Gut, dann beim nächsten Mal hier drauf. Da stehen diese schon im Weg. Oder machen ganz komische Fitnessübungen. Oder spielen. Da ist eine große Fernsehleinwand und da spielen sie gerade Nintendo Wii. Ganz offensichtlich. Aber vielleicht stehen sie auch da den Leuten im Weg und das wäre blöd, die zu zerstören. Weil dann wieder Leute rauskommen aus der Kaserne. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich probiere es trotzdem. Konstruktion fertig. Dankeschön. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Die haben... Jawohl, Sir. Nee, nicht ganz. Jawohl, Sir. Die haben eine höhere Stimme als... Jawohl, Sir. Die kleinen Panzer, gut. Das ist seltsam. Bei späteren Konkurrenten haben sie immer so gemacht, dass je besser die Einheit, desto tiefer die Stimme, ne? Zumindest kam es ja so vor. Am besten sind immer noch die Kirovs. Kirov Reporting. Ich hoffe, ich finde das Spiel auf Englisch. Ich habe es immer nur auf Englisch gespielt. Alarmschiff Rot 2. Ich finde es auf Deutsch. Normalerweise finde ich Deutsch natürlich wesentlich sinnvoller. Aber Alarmschiff Rot 2 habe ich in der Kindheit halt immer nur auf Englisch gespielt. Deswegen wäre es jetzt kacke, es auf Deutsch zu hören. Ich habe es ein bisschen auf Deutsch gehört, aber das war kein Spaß. Klingt so unecht. Und auch Yuri in den Videosequenzen, wenn ihr den kennt, klingt viel besser auf Englisch. Ist eh nach Kane die größte, ich wollte fast sagen Witzfigur, im Command & Conquer Universum, obwohl es ja 2 bzw. 3 gibt, oder auch 4, wenn man Renegade noch dazu zählt, wobei Renegade war Tiberium-Universum. Aber trotzdem anders. Wird gebaut.